Da oben ist auch schon so ein Ding hier. Das sind irgendwie so Alien-Teile, die, ja, ich weiß noch überhaupt nicht, was sie bewirken, weil man die nicht analysieren kann und so. I strongly advise you to harvest this specimen. Genau, und die sagen halt so komische Sachen, also da weiß ich noch gar nicht. Das kann ich ja später noch ernten, nicht, wenn ich hier meine Zelte aufbaue. Aber erstmal baue ich die Hub hier irgendwo hin. So, da habe ich Eisen, da habe ich Eisen. Dann würde ich sagen... würde ich das hier so hinbauen, damit es so ein bisschen zusammenläuft. Kriege ich Fallschaden? Nein, gut. Kriegt man hier nämlich leider sehr schnell. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Hub Feature Hub Terminal. Fifth Objective, Hub Upgrade, Storage and Power. Note, the Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. So, ja, man sieht, die labert schon die ganze Zeit, die kann irgendwie nicht aufhören, aber später wird sie dann gar nichts mehr sagen. Deswegen warte ich jetzt immer noch so ein bisschen ab und lasse sie immer ausreden, aber... später werden wir dann hier ganz großartig produzieren können. So, wir können mal kurz gucken. Hub Upgrade, das können wir dann alles machen, wenn wir das... wenn wir das auswählen, und dann dafür brauchen wir so Eisenstangen, 10 Stück. Und die können wir halt hier an dieser Workbench so produzieren. Aus diesen Eisenbarren. So, da haben wir schon 10. Und schon haben wir die verbessert, die Hub. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Biomass Generator. Hub Feature Personal Storage. Scanner Feature Copper. Genau, wir haben jetzt so einen Biomassebrenner. New equipment, und damit können wir dann blueprints, which can be found in a workshop when built, build menu and craft bench respectively. Damit können wir dann Strom. Sixth objective, hub upgrade, immer wenn ich reden will, dann habe ich jetzt hier auch. Connect buildings to a generator for power. Aber die erklärt das Note, eigentlich schon alles. Buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Advice: automate the smelting process and use portable miners for optimal results. So, Werkbank ist neu, dafür brauchen wir Eisenplatten ein paar. Und diese Eisenstangen nochmal. Und dann können wir hier... genau. Die Werkbank ist ungefähr das hier, deswegen brauchen wir das erstmal nicht. Aber das hier ist das andere, deswegen würde ich das mal... wo setze ich das denn am besten hin? Ich würde sagen... hier so. Ein bisschen entfernt, damit wir noch Platz zum Bauen haben. Das werden wir später auch alles umsetzen und so. Das... ja, wie ich das hier dauernd sage, das kommt mit der Zeit. Und wir haben jetzt auch eine Truhe, da können wir was reinlegen. Die brauchen wir erstmal nicht. Da können wir das auch schon upgraden. Aber mal gucken. So, das hier, das ist ganz gut. Und Stromleitung. Mhm. Naja, da brauche ich erstmal ein paar Sachen für. Und, genau, ich kann jetzt hier neue Ressourcen suchen. Hoffentlich sind die hier. Ja, die sind ganz in der Nähe. Gut, 150. Das ist jetzt nicht so weit. Aber wie gesagt, da ist halt sehr viel Eisen, aber die Ressourcen sind halt auch unterschiedlich verteilt. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir die irgendwann anders hinsetzen. War nicht schon wieder die. Irgendwie tappe ich hier so ein bisschen raus. Ja. Mal gucken. Na, ich wusste, dass das nicht alle sind. So,
So, da können wir noch so diesen Alien-Panzer mitnehmen. Und dann hier erstmal schön abbauen. So, geh endlich kaputt. Und sehr schön. Mal gucken, ob das reicht. 52 Stück. Dann mal schön Holz mitnehmen, das ist wichtig. Jetzt nochmal Eisenerz. Also ja, sind wieder die drei Quellen hier. So, und dann produzieren wir erstmal Kupferbarren. Und es sieht jetzt erstmal ein bisschen wenig aus, was da links alles ist, aber da werde ich später noch runterscrollen müssen, weil es so viel wird. Das sieht man dann alles. So, erstmal hier so ein bisschen. Und davon brauche ich auch ein paar. Dann können wir so eine Schmelzerei hier schon hinsetzen. Okay, jetzt kann ich das erst drehen. Die setzen wir mal so rum, weil wir das irgendwann... Wo ist denn die Eisenquelle hier? Da, gut, dann setzen wir die mal hier so hin, damit wir das irgendwann so connecten können. So, Eisenbarren wollen wir da haben. Und dann connecten wir das mal. So, dann müssen wir da auch mal anschmeißen hier. Dann schmeißen wir ein paar Blätter rein. Und jetzt läuft er hier schon mal ganz ordentlich. Und da können wir jetzt unser Eisenerz reinpacken. Und schon produzieren wir diese Barren. Und das wird später alles noch automatisiert, also... Ja, ich habe das halt schon gespielt, deswegen... Vorteil habe ich jetzt nicht, weil der Planet anders ist, aber ich kenne mich hier schon ein bisschen aus. So kann man das sagen. Und kann ich auch diese... Oh, nee, ich setze nicht hier hinten hin, sondern da vorne ein bisschen. Das sind so Miniaturen, das sind so Abbau-Roboter. Und die macht das dann automatisch. Das heißt, fährt er sich erstmal aus. Und jetzt fängt er an abzubauen. Dann stelle ich noch einen zweiten mit dazu. Jetzt sieht man schon, 11 Stück sind das schon hier. Und das Eisen kann ich dann sofort in die Schmelzerei hier hauen. Und die Eisenbahn kann ich natürlich auch mitnehmen. So, brauchen wir noch irgendwas? Genau, wir brauchen auch dieses... Die arbeiten schon mal ganz schön, das ist herrlich hier gerade. So, davon noch ein paar produzieren und... Ich frag mich gerade, ob ich... Ne, dann packe ich das erstmal hier vorne hin. Noch eine Schmelzerei, und zwar für Kupfer soll die jetzt werden. Naja, das kann ich gar nicht verbinden. Da brauche ich noch Beton für, das kann ich noch gar nicht haben. So. Dann muss ich erstmal hier das Upgrade hier machen. Dann kann ich nämlich diesen Beton hier machen. Und da brauche ich Eisenstangen, Eisenplatten und Draht für. Das ist eigentlich kein Problem. So. Draht haben wir schon mal. Produziere ich mal alles hier. Dann so ein paar Eisenplatten, 10 Stück, steht doch oben rechts. Und Eisenstangen, so. Hauen wir alles rein. Und verbessern die Hub. Und da ist sie schon ein bisschen... Sieht man schon, hat sich schon ziemlich verändert von vom Äußerlichen. Congratulations, you have unlocked Scanner Stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Seventh objective,
Hub upgrade, conveyor belt. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Note, constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time.